Fünf Tage nach dem schweren Erdbeben in Haiti wird der Ruf nach koordinierter Hilfe immer lauter. Immer wieder werden in der betroffenen Region im Südwesten des Karibikstaates Leichen geborgen. Die Zahl der bestätigten Todesopfer ist auf fast 2200 gestiegen. Mehr als 12.000 wurden verletzt. 332 Menschen werden immer noch vermisst. Dringend benötigte Hilfsgüter und medizinisches Gerät erreichen die betroffene Region nur schleppend. Tropensturm Grace hat für zusätzliche Zerstörungen und Schwierigkeiten bei der Versorgung geführt. Das Essen reicht nicht für alle. Es gibt nicht genug, um alle zu versorgen. Gut 600.000 Menschen benötigen laut Zivilschutz sofortige Humanitärhilfe. Problematisch war zunächst die unsichere Lage auf den Verbindungswegen, die von Banden kontrolliert werden. Den Behörden ist es gelungen, die Einrichtung eines humanitären Korridors auszuhandeln. Der Zorn und die Verzweiflung wächst. Medien berichten von wütenden Menschengruppen, die sich in der Nähe eingestürzter Häuser versammelten und Material für den Bau von Unterkünften forderten. Viele haben nach wie vor kein Dach über dem Kopf.